glaubst du mir nicht? Habe ich dir nicht die Kritiken gezeigt? Ja, ich hab's auch gelesen. Ja und? Die waren gut. So gut waren sie auch wieder nicht. Man sieht, dass kein Ignorant du bist. Kritiken sind nie gut. Aber so eben hast du gesagt, dass sie gut waren. Oh, bei schlechten Kritiken steht das Gute zwischen den Zeilen, ja? Diese Kritikaster können nämlich gar nicht anders. Nur eine schlechte Kritik ist für die eine gute. Als Schauspieler bist du ja mein Opfer. Du musst dir alles gefallen lassen. Ah. Du bist öffentliches Eigentum. Das sind wir doch alle. Jungen Dinger. Na, sowas hatten wir früher beim Theater haufenweise. Weißt du, was ich war? Wie die Kollegen mich genannt haben? Na? Der Hecht im Kartenteich. Das ist ein geflügeltes Wort. Naja, nur schwerer hatten wir es hier rumzukriegen. Die haben uns Fantasie abverlangt. Die Inszenierung unserer Gefühle. Und heute machen sie doch gleich so. Da zeigen sie, was sie haben, wo sie es haben, wie sie es haben. Und? Warte. So. Mit dir spiele ich nicht mehr. Ach, da sitzt er ja endlich. Du hast gesagt, du bringst es mir bei. Du wolltest mir jeden Zug erklären. Da kommt doch kein Spiel zustande. Du willst nur immer gewinnen. Spät kommt. Ihr noch hier kommt. Der weite Weg, Graf Isolan, entschuldigt unser Säumen. Wir hatten 2 Uhr gesagt. Wie spät ist es jetzt? Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. Du bist ja nicht auf der Bühne. Ja, was ich weiß. Denn ihr bezahlt keinen Eintritt, ihr bekommt alles umsonst. Ihr wisst doch, dass wir die Zeiten einhalten müssen. Dann er kommt schon. Na, einsteigen, los! Ja, und wohin geht die Reise jetzt, Gevatter? Wohin, Gedächtnis wie ein Sieb? Rein mit dir, setz dich auf deinen Hintern! Oh, das ist kein Spruch, den man klassisch nennen könnte. Wir sehen uns den Tatort an. Denk daran, du musst nachher eine Zeichnung machen. Auf der muss alles stimmen. Alles muss stimmen. Für wie dämlich haltet ihr mich denn? In meinem Beruf kam es immer auf etwas an, und zwar auf Akkuratesse. Jetzt steigt schon endlich aus. Ich muss dich was fragen lassen. Sei doch nicht immer gleich beleidigt. Warum lachst du denn? Weil der Idiot sich immer nervös machen lässt. Jedes Mal dasselbe. So wie bei dir. Immer wenn es spannend wird, dann schminkst du dich. Nicht mal richtig. Nicht mal was? Bei Gelegenheit zeige ich dir mal, wie man das macht. Er zeigt mir. Ausgerechnet dieser alte Schmierenkomödiant. Das Tanzen hast du verlernt, du alte Rupfdohle. Schminken auch. Geschminkt oder nicht geschminkt, jetzt haltet gefälligst die Klappe. Das ist das Schlimmste, was man von einem Schauspieler verlangen kann. Ich tu's. Wagner. Dritter Stock. Kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Interessant, interessant. Bitte? Dass er mich nicht mehr erkennt. Habe ich mich so sehr verändert? Moment mal. Vor 3 Jahren bin ich hier noch aus und eingegangen. Koppel? Der Nämliche, das heißt ein Teil von ihm. Magen weg, Galle weg, 2 Herzinfarkte, nur das Köpfchen funktioniert noch.
Aha, mal wieder so vorbeischauen. Mal sehen, ob noch alles an seinem Platz ist bei Helwig und Co. Nur mal so Zunächst mal, dass Sie freundlich zu mir sind, zu einem ehemaligen Mitarbeiter der Firma. Hat sich alles ein bisschen verändert hier. Naja, 3 Jahre. Ich habe noch mit dem alten Herrn zu tun gehabt, den es nicht mehr gibt. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann? Melden Sie mich bei dem jungen Herrn an. Koppel ist mein Name, Alfons Koppel. Der Name sollte ihm noch geläufig sein. Ja? Koppel? Keine Ahnung. Moment mal. Hatten wir nicht früher mal einen Koppel? Koppel? Vielleicht in der Buchhaltung? Noch unter meinem Vater, so. Und was will der Mann? Okay, dann lassen Sie ihn mal reinkommen. 2 Minuten. Aber nur kurz. Der Chef ist sehr beschäftigt. Kenne ich. Sind Sie immer die Chefs. Herr Koppel. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Moment, Herr Koppel. So, Herr Koppel. Wo kommen Sie denn her? Von zu Hause. Wenn man das so nennen kann, von der Endstation Altersheim. Ah ja. Unser Koppel. Unverkennbar. Etwas älter zwar, aber unverkennbar. Naja, wir werden alle nicht jünger, was? So ist das Leben eben. Ihr Vater, mein Chef, das war er. Ja. Na, wie geht's Ihnen denn so? Nicht besonders. Oh, das hört man ungern, nicht besonders. Gesundheitlich? Eher finanziell. So was passiert Ihnen? Ich war noch immer ein Meister im Sparen von Geldern. Wahrer Künstler. Aber wenigstens war das die Meinung meines Vaters. Ein Künstler im Sparen. Für die Firma, ja. Für mich selber war ich nicht so erfolgreich. Tja. Also, was kann ich für Sie tun? Haben Sie keinen Job für mich? Ein was? Brauchen Sie keinen Nachtwächter? Aber den haben wir doch lieber, Koppel. Wie zu Ihrer Zeit. Immer noch Sicherheitsdienstkrappe. Jede volle Stunde steht jemand nachts vor unseren Türen. Wissen Sie was? Hier haben Sie 100 Mark. Da gehen Sie schön essen und trinken. Und den Nachtwächter vergessen Sie. Hier nehmen Sie. Genieren Sie sich nicht. Ja, da kommt er ja endlich. Na, wie war's? Alles okay. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Und ein Almosen. Na bitte, ergo bibamus. Herr Ober! Ja, sofort. Sie wünschen? Sie, also wirklich. Excuse, darf ich, ja? Was für Champagner haben Sie da? Champagner? Sie sind verwundert, haben Sie etwa keinen? Natürlich haben wir Champagner. Was Sie nicht sagen. Lass doch den Unsinn. Wir kriegen 2 Bier, ein Mineralwasser für unseren Chauffeur. Und einen klaren. Für die Dame. Aber wir wissen jetzt, dass Sie tatsächlich Champagner haben. Wir werden bei nächster Gelegenheit darauf zurückkommen. Ich kann es kaum erwarten. Jetzt, Medias Res, Vorhang auf. Dein Auftritt, bitte. Ja, also, das Wichtigste, der Tresor steht noch an der
derselben. Der Tresor steht doch an derselben Stelle und das ist doch dasselbe alte Ding. Kein Problem für einen Spezialisten. Da sind deine Büroschlüssel noch. Ja, ich habe sie ausprobiert, sie passen. Hier ist der Empfang, der Fahrstuhl ist hier. Der nicht benutzt? Natürlich nicht. Die Treppe hier gleich daneben. Die Büros von Hellwig und Co. liegen im zweiten Stock. Ein Wachmann macht die Runde und steht jede volle Stunde vor der Bürotür. Dann bleibt also nur eine Stunde Zeit. Ja, das müsste zu schaffen sein. Toi, toi, toi. Ja, ja. Die Show steigt erst um 8 Uhr auf was. Dann könnt ihr einen abgucken. Wer hat denn den Chef verabredet? Davon müsste ich auch was wissen. Heim zum Friedhof Krufti. Hey, hey! Martin, geht so nicht auf. Ruf den Buletten, Emil. Oder kriegst du einen Fetten deinen fetten Händen. Emil! Emil, da sind zwei Irre! So ist brav, Schätzchen. Immer schön folgsam sein. Und tun, was der liebe Opa sagt. Was ist denn? Schmeiß raus! Ja, Emil. Da sind wir. Pünktlich auf die Minute, alle Achtung, wie früher. Ich hab gesagt, schmeiß raus! Stell deine Sirene ab oder klatsch dir eine, verdufte. Ich hab mich alles gefallen lassen. Ja, Koppel ist mein Name. Alfons Koppel. Der Mann da? Ja. Vom Fach? Der eine ja, es sind zwei. Zwei? Immer noch misstrauisch, wa? Immer noch vorsichtig. Keine Angst, ihr könnt da wem einen Tipp gegeben haben? Deinen Kollegen von früher zum Beispiel? Für dich immer noch sie, Emil. Ist das klar? Okay, ist ja gut. Keine Angst. Ich weiß zu viel von dir, Emil. Zum Beispiel die Sache mit dem Manga damals. Es reicht noch immer für ein paar satte, fette Jährchen. Versteht einfach keinen Spaß, wie früher. Nur beruhigen Sie sich mal, Herr Inspektor, sonst trifft Sie noch der Schlag in Ihrem Alter. Und das in so einem Etablissement? Na denn, auf ein langes Leben, wa? Hallo. Ich habe noch einen Freund mitgebracht. Sie auch, wie ich sehe. Eine Frage vorweg. Noch interessiert? War klar doch. Was Emil so erzählt hat, das klingt richtig gut. Aber setzen wir uns doch. Na, schießen Sie mal los. Also, wir haben jeden Schritt berechnet. Auf die Minute. Wenn Sie sich genau daran halten, kann ich schief gehen. Haben Sie einen Plan dabei? Ja, hier. Die Schlüssel? Bitte. Woher haben Sie den? Ja, von meinem Chef, kurz bevor er gestorben ist. Sie sind nicht registriert? Nein. Das hier ist für die beiden Türen unten und der hier für die Tür. Okay. Ja, ich komme ja schon. Warum kommen Sie so spät? Die Essenszeit ist vorüber. Sie wissen doch, dass Sie pünktlich sein müssen. Jetzt ist die Küche geschlossen. So heißt das, das Abendessen steht uns zu. Sie kennen doch die Hausordnung. Ausnahmen gibt es nicht. Ach, steigen Sie mal doch auf den Hut. Aber verehrteste Frau Dwinger, wir haben die Drehzelte besucht, auf denen unsere Frauen und ihre Männer fliegen. Ja, wie viel waren das? Reicht doch nicht. Denn noch so ist Niesen Bene, die haben beweint, was wir verloren haben. Aber warum kommen Sie so spät? Weil die Fritzchen für uns zugerufen haben, den Grab ist ruhig. Bleibt hier, euer Platz ist hier. Begreift das doch endlich. Hier! Hören Sie doch mit Ihren Theaterphrasen auf. Sie stehen hier nicht auf der Bühne. Oh, da irren Sie sich aber, Verehrteste. Wir stehen alle auf der Bühne. Die ganze Welt ist Bühne. Auch Sie spielen da in Ihren Part. Er ist vielleicht nicht besonders attraktiv, aber... Was hast du mit unserem Essen? Ja oder nein? Wollen Sie mir drohen? Ja. Ich schreie alle Scheintoten zusammen. Aber nichts Warmes mehr, nur kalt. Nur noch kalt. Danke. 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 Alles verrückt. Thank you.
Matroschka, es ist abgesperrt. Lassen Sie uns raus. Gearbeitet heute? Monatsabschluss. Das heißt Überstunden, Überstunden. Ja, ja, die Überstunden. Moment bitte. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen, Fräulein Nestler? Oh ja, das wäre sehr nett, Herr Burger. Abschluss nicht in die Hose geht. Das schadet um die Überstunde. Danke. Gute Nacht. Nacht. Danke, Herr Buschka. Gute Nacht. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Verdammt nochmal, wie kann man nur so blöd sein? Hallo? Hallo, Herr Buschka? Herr Buschka? Ja, bitte. Ja, bitte. Ich habe von unten gesehen, dass ich das Licht habe brennen lassen in meinem Büro. Das kann ich nicht. Nein, ich krieg morgen sonst die größten Schwierigkeiten. Dietrich. Das ist ein einfacher Bart. Gib mir eine kleine Größe. Sie sind neu hier? Ja, seit 2 Wochen. Ah, an Ihrer Stelle würde ich aber nicht gleich mit Überstunden anfangen. Herr Buschka, da ist was los im zweiten Stock. Bei Hellwege und Co. Ich habe so merkwürdige Geräusche gehört. Na, wer sagt's? Heben Sie die Hände hoch! Jetzt sind Sie schon bei der Arbeit. Sie haben immer Geld im Büro. Wertsachen, Schmuck, ich weiß das. Keine Sorge. Zum Wohl. Wer denn das? Geklaut in der Küche. Zusammen rückt die kleine Schar zwischen Furcht und Hoffnung schwebend. Dein Champagner trinken wir morgen. Und bei Champagner bleiben wir dann. Ich habe noch eine Menge Adressen von alten Kunden, alten Halsabschneidern. Ich auch.
Das heiße Anweisen. Zum Wohl. Prost. Halsabschneider. Warst du nicht selbst einer? Ja, natürlich. Wir waren alle Halsabschneider, nur nicht die Richtigen. Sonst säßen wir nämlich nicht hier in diesem beschissenen Altersheim. Ich war keiner. Ich habe sie nur gespielt, die Halsabschneider. Glänzend, natürlich. Ja, allerdings. Glänzend. Glänzend. Wer keiner war, der wäre es gern geworden. Da gibt es zu, wir liegen doch auf dem Bauch vor den Halsabschneidern. Und warum? Weil sie Erfolgstypen sind. Die werden wir jetzt wohl auch. Ich weiß, wo was zu holen ist. Der kriegt seinen Champagner und sie kriegt, na, was willst du? Jetzt kannst du Wünsche äußern. Ein paar anständige Klamotten, damit man sieht, wer sie mal war. Eine Tänzerin. Oh, pardon. Die Solo-Tänzerin. Ja, du Arsch. Was für herrlichen Zeiten gehen wir entgegen. Goldene Zeiten. Ach, glaubt doch sowas nicht. Ihr seid ja alle verrückt. Männer. Ich kenne Männer. Ich habe eine Menge kennengelernt. Zweifelt jemand daran? Inwendig und auswendig. Männer. Das sind doch alles Verrückte. Alles Halsabschneider. Prost, alte Hupftole. Stefan? Ja? Die Pistole des Wachmanns. Sie war nicht entsichert, nicht durchgeladen. Du musst es vergessen haben. Ja, dann ist er gestorben. Hier ist seine Brieftasche. Vielleicht findest du was. Aha. Der Mann, der die Polizei verständigt hat, wartet nebenan. In Ordnung. Hier, Beweispunkt 4. Danke. Nein, ich kann gar nichts sagen. Was hätte ich denn tun sollen? Warten, bis da jemand rauskommt, ja, mit der Pistole in der Hand und legt mich auch um? Ist ja gut, beruhigen Sie sich mal, setzen Sie sich hin. So, nun weiter. Ich habe den Schuss gehört und bin so schnell wie möglich weggerannt. Dann haben Sie also den Täter oder die Täter gar nicht gesehen? Nein. Sie sagen, Sie haben die Funkstreife von der Telefonzelle aus alarmiert. Ja, ich... Wie sind Sie dann rausgekommen aus dem Haus? War nicht abgesperrt? Nein, der Wachmann wollte gerade abschließen, als ich ihn alarmierte. Als die Funkstreife kam, da war der Eingang aber abgeschlossen. Und Sie waren allein? Ja, natürlich. Kriminalpolizei. Kann ich Sie mal sprechen? Nein. Darf ich reinkommen? Bitte. Danke. Verletzt? Oder tot? Er ist tot. Ich hab's gewusst. Eines Tages habe ich ihm gesagt, wird die Polizei vor der Tür stehen und ich werde sie fragen müssen, verletzt oder tot. Und sie werden sagen, tot. Seine Pistole war nicht entsichert. Er sagte immer, im Notfall werde ich die Pistole zeigen. Aber ich werde nicht schießen. Auf einen Menschen. Nein. Der andere hat geschossen. Sehen Sie nicht, dass da noch was drin ist? Wie lange wollen Sie denn noch Kaffee trinken? Es ist schon 7:50. Darf ich nicht mal austrinken? Wir müssen doch abspülen. Trinken Sie schon aus. Dafür? Keine Rücksicht. Ich nehme keine Rücksicht. Küche ist schon geschlossen. Naja.
Bargeld, ja. Nicht allzu viel, so um die 20.000 Mark. Etwas Schmuck. Hier ist eine Aufstellung. Wertvoller Schmuck von meiner Frau, den ich schnell zur Hand haben wollte, wenn wir abends vor einer Stadt geblieben sind. Das ist ein ziemlich altes Ding da. Etwas ungewöhnlich für so ein modernes Büro. Reine Nostalgie. Ich hänge sehr an dem guten alten Stück. Das ist ein Andenken an meinen Großvater, den Firmengründer. Und an meinen Vater. Er war genauso. Etwas altmodisch, solide. Der Haupttresor steht im Keller, einbruchsicher. Mhm. Nur die Tür zu Ihrem Büro war aufgebrochen. Sowohl die Eingangstür unten, wie auch die Tür hier zu Ihrem Bürokomplex waren abgeschlossen von außen. Also die Einbrecher müssen einen Schlüssel gehabt haben. Was sollten die einen? Sie meinen doch nicht etwa... Ihre Mitarbeiter? Nein, nein, die sind zuverlässig. Entlassene Mitarbeiter? Wir haben seit Jahren keinen entlassen. Die Geschäfte gehen glänzend. Das heißt, gestern war ein pensionierter Angestellter bei mir. Der hat vor ein paar Jahren in der Buchhaltung gearbeitet. Und der war gestern hier? Ja, suchte Arbeit. Als Nachtwächter. Ich habe ihm 100 Mark in die Hand gedrückt, das war alles. Also ich meine, mehr war nicht. Ja, pensioniert zwar, aber doch immerhin ein Mann, der sich hier auskennt, ne? Naja, auskennt. Doch, ja. Zum Beispiel, dass Schmuck und Bargeld ein Tresor sein könnte. Ja, wahrscheinlich, doch. Aber der Mann, nein, der kommt nicht in Frage. Kann ich trotzdem seinen Namen haben? Aus, Schluss. Vorhang. Es liegt ein Toter auf der Bühne. Das war schon immer ein Problem, wie kriegt man die Leiche von den Brettern? Ja, aber das Geld haben Sie doch geholt. Und Ihren Schmuck. Darf ich deinen Gedankengang interpretieren, liebste Irma? Du denkst, also bitte korrigier mich, du denkst, wir haben niemanden umgebracht. Und so gesehen ist natürlich alles gut gelaufen. Bis jetzt, richtig? Richtig? Ja, aber jetzt ist dein Toter auf der Bühne. Aber auch viel Geld, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Holen wir uns das Geld jetzt oder jetzt? Ja, Marabu. Ja. Moment! Emil, Telefon, der Typ von gestern. Ja, hoffentlich erreiche ich die auf die Schnelle. Ja, aber nicht vor Elbe. Na, was meldet der Bote? Kriegen wir das Geld? Wollen wir's? Ja, natürlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Emil, die Typen waren gestern. Da vergeht er immer gleich auf die Tür. Moin. Pünktlich auf die Minute. Schnaps? Für mich nicht zu früh. Aber für mich. Kommt er? Gesagt hat es. Auf gute Gesundheit. Immer noch keine Angst. Die habe ich im Laufe der Jahre verloren. Und zwar total. Du warst der... Oh, pardon. Sie waren ja meine richtige Nummer. Ja. Und bei einem Verein, vor dem du heute noch Schiss hast. Sie auch nicht? Keine Angst. Wovor soll ein Halbtoter noch Angst haben? Was hat er denn mit der Polizei zu tun? Meinen Sie, das wäre ungewöhnlich? Oh nein, dieser Koppel ist ein renitenter Typ, voller Widerspruch. Schauen Sie, wir haben einen sehr schönen Tagesraum. Einen Garten, Liegestühle. Ein sehr schönes Angebot für ruhige alte Leute. Aber dieser Mann macht davon keinen Gebrauch. Er saust in der Stadt herum mit einigen anderen, die ihm leider sehr ähnlich sind. Mit irgend so einem kleinen Bus. Auch so eine Sache. Sie haben sich einen Bus angeschafft. Ich weiß nicht wovon, denn Geld haben Sie ja nicht. Das ist natürlich eine Scheißsituation. Sollen wir verschwinden? Nein. Das sind Mörder. Soll ich denen die Hand geben? Oder soll ich sie anspucken? Oder soll ich das Geld nehmen? Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Ja, das ist richtig. Ach, das ist eine Scheißsituation.
Und wir haben das begriffen. Er ist da. Im Hof. Gleich reicht's. Du bleibst hier. Ja, natürlich. Entschuldigung. Verdammt, wir haben echt Probleme mit euch. Machen wir es kurz. Und dann anhalt. Wie viel? 10.000, 50-50. Und der Schmuck? Das dauert, bis der verscherbelt ist. Wenn ich das Geld jetzt nehme? Dann hängt ihr mit drin. Bis hier. Worauf es euch ankommt. Logisch. Bei uns geht's jetzt um Kopf und Kragen. Wir müssen uns sicher sein. Natürlich, klar. Was euch angeht, ganz sicher. Also? Wer umfällt, ist dran. Haben Sie auch keine Angst, fragt der Kermit. Nee, sag ich. Wovor soll ein Halbtoter, ein Halbtoter noch Angst haben? Jetzt erwachen die Halbtoten. Die Scheintoten erwachen zum Leben. Geld, Geld. Jetzt haben wir es. Wir haben es und wir behalten es. Aus dem einfachen Grunde, wir brauchen es. Wovor soll ich denn Angst haben? Gib mal vor Gott mir. Ja, komm, hilf der Hupfdose. Oh, nein, danke. Es geht! Schönen guten Tag, Frau Quinger. Sie werden uns heute nicht bestrafen können mit Essensentzug, denn wir sind pünktlich und gut gelaunt. Was gibt's denn heute Schönes zu essen? Kohl und Zwiebel. Wollen wir nicht wieder außer Haus essen? Ja, Marie, Maria la carte. Zunächst einmal will die Polizei Sie sprechen. Die Polizei? Wir hätten uns gerne mit Ihnen unterhalten. Mit mir? Ja, mit Ihnen, Herr Kopp. Ja, worum geht's denn? Wo können wir denn ungestört reden? Hier bitte. Das gefällt mir nicht. Verschwinden wir auf unsere Zimmer. Ja, ich habe da mal in der Buchhaltung gearbeitet als Rechnungssklave. Ich habe Zahlen gefressen und Zahlen ausgespuckt und irgendwie bin ich selber eine Zahl geworden, die zum Schluss jemand ausgespuckt hat. Sie leben von einer Rente, ja? Haben Sie Leben gesagt? Entschuldigen Sie mal, geht's Ihnen nicht gut, oder? Sie machen ja Spaß. Erklären Sie mir mal, was diese Frage soll. Sie waren gestern im Büro Hellwege. Gestern? Gestern, ja, natürlich. Ich dachte, geh mal vorbei, mal guten Tag sagen. Sie wissen, was da passiert ist. Ja, ich habe gehört, ein Einbruch. Soll ich Ihnen was sagen? Als ich gestern den alten Geldschrank sah, da wollte ich schon sagen, Menschenskind, wollen Sie nicht endlich mal einen anständigen Tresor einschaffen? Der war ja schon bei Ihrem Herrn Vater aus der Bude. Sie haben sich nach einem Job erkundigt. Als Nachtwächter, ne? Stimmt. Stellen Sie sich vor, ich wär's geworden und hätte gestern Dienst gehabt. Peng. Wie viel Geld haben Sie in der Tasche? Wie viel Geld? Ja, ein paar Mark. Wollen Sie es sehen? Sie haben einen Bus gekauft. Wozu? Zusammen. Wir vier zusammen. Alten, gebrauchten. Das heißt, gekauft noch nicht direkt. Erstmal auf Probe. Das ist eine Verrücktheit, weiter nichts. Vier alte Leute? Das sind Verrücktheit nur was für junge Leute? Was machen Sie eigentlich mit dem Wagen? Wir fahren herum. Wer Koppel ist, wissen Sie jetzt. Dann gehört zu der Clique Josef Steckel, ein ehemaliger Polizist. Polizist? So steht es jedenfalls hier. Weiter Carlo La Rossa. Ein alter Schauspieler, der nicht alle Tassen im Schrank hat. Ja,
bin auch mal bei der Kripo gewesen, aber schon lange her. Schon gar nicht mehr wahr. Und was wahr ist, das sehen Sie hier vor sich. Ich denke, Sie haben doch einen Blick dafür, für Leute, die Ihnen, sagen wir mal, das Handtuch geworfen haben. Und wer hier ist, der hat das Handtuch geworfen. Ach, Sie spielen Schach. Wer ist am Zug? Schwarz. Schwarz. So. Was? Bei welchem Dezernat waren Sie eigentlich? Oh, bei diesem, jedem Einbruchdiebstahl sind so reihum. Ja, Sie kennen das ja. Ja, die übliche Ochsentour. Ich habe mich wirklich gefreut, einen ehemaligen Kollegen kennengelernt zu haben. Fühlen Sie sich noch so? Als Kollege, meine ich. Nein. Ich bin für niemanden mehr ein Kollege. Das hat sich verloren. Von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag. Nein. Kein Kollege. Die Herren wollen Sie sprechen. Oh, pardon, ich habe nicht mit Besuch gerechnet. Ach, tatsächlich, Sie haben mich auf der Bühne gesehen. Erinnern Sie sich an das Stück? An meine Rolle? Ja, das ist, ich meine, Sie waren doch, wie nennt man das eigentlich, dramatischer Held, nicht? Ja, das war ich. Ein Held in Luftspiegelungen von Autoren. Das ist gut, das muss ich mir merken für meine Memoiren. Luftspiegelungen. Ich habe mein Leben Autoren gewidmet. Ja, ich stehe zur Verfügung als Luftspiegelung, falls die Polizei etwas damit anfangen kann. Das sind Sie nicht wahr? Ja, das heißt, das war ich. Antonius und Kleopatra, meine große Zeit, vorbei, vorbei. Ein so erfolgreicher Schauspieler wie Sie, entschuldigen Sie die Frage, aber wie kommt er eigentlich in so ein Altenheim? Das ist eine sehr gute Frage, junger Mann, eine sehr gute Frage. Ich habe wie alle jungen Leute nie daran gedacht, dass ich alt werden könnte. Ich habe nie vorgesorgt, nie geklebt, nur gelebt, gelebt, gelebt. Und dann plötzlich Aktschluss, letzter Akt Vorhang. Kann Ihnen natürlich nicht passieren heutzutage. Das heißt, wenn Sie überhaupt so alt werden wie ich in Ihrem Beruf. Ja, bitte. Ach, ich hoffe, wir belästigen Sie nicht. Wir wollten Sie nur kennenlernen. Ach. Sind Sie das? Natürlich, ich habe gehört, Sie waren Tänzerin. Prima Ballerina, ja. Ja, das bin ich. Und das bin ich nicht. Niemand ist am Ende das, was er mal war. Ich nicht. Und Sie auch nicht, wenn es mal so weit ist. Ja, da mögen Sie recht haben. Aber Sie haben doch Freunde hier. Ach was. In meinem Alter schließt man keine Freundschaften mehr. Freunde? Höchstens gute Bekannte, damit man nicht ganz so einsam ist. Einen Hund darf man sich ja hier nicht halten. Ein Hund wäre mir lieber. Bitte. Gestern wurde ein Wachmann erschossen. Haben Sie davon gehört? Ja. Von wem? Von... Gelesen. In der Zeitung. Stellen Sie sich vor, ich kann lesen. Entschuldigen Sie bitte, auf die Frage von wem, da antworten Sie aber ganz spontan. Von? Also, gehört von wem? Koppel hat mir davon erzählt. Er hat sogar in dieser Firma was zu tun gehabt. Was sagt denn Koppel zu dem Toten? Fragen Sie ihn doch selber. Sie haben was damit zu tun, auf irgendeine Weise. Ich weiß nicht wie, aber doch. Koppel hat ganz genau gewusst, dass in dem Tresor was zu holen war. Er gab den Tipp. Ja, wem? Na, Steckel. Steckel war mal Polizist. Ach, Stefan, das sind doch reine Vermutungen. Aber Harry,
Steckel kennt die Szene sehr genau. Wir alle kennen Leute von der anderen Seite. Ein ehemaliger Kripo-Beamter, der sich mit Ganoven eingelassen haben soll? Ja, und warum nicht? Polizisten sind auch nur Menschen. Der Beruf verpflichtet sie zur Moral, ja. Aber sie bleiben doch, was sie sind, Menschen. In unserem Kollegen haben wir einen verdammt kaputten Menschen kennengelernt. Alle, die wir heute kennengelernt haben, sind auf eine Weise, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Sie sind total kaputt, Harry. Sie haben ihn erreicht, den Endzustand, ohne Moral. Und was mich am meisten erschreckt, fast zwangsläufig. Jetzt sag bloß noch, das könnte uns auch passieren. Daran wage ich gar nicht zu denken. Höre ich richtig, Champagner. Ihr nehmt mich wohl auf den Arm. Es fehlt nur noch, dass er unser Geld sehen will. Aber wir zeigen es ihm nicht. Also nun mal Tacheles, Champagner, ja oder nein? Wirf Clicquot. Und wenn er nicht die richtige Temperatur hat, dann geht er retour. Compris, garçon? Tu verras ton cul sera bientôt aussi froid que le champagne. Compris, monsieur? Den Ober doch mal auf Französisch, ob sie auch was zu essen gibt. Mangez, mangez, compris? Sie doch nicht. Da war ich die andere Lokale, die Ober im schwarzen Frack mit weißer Fliege. Und ich werde kommen und fragen, ist mein Tisch noch reserviert? Und wenn Sie sagen nein, sage ich, Kopf ab. Hallo Chef, hier Berger. Also im Augenblick sind Sie in der Gaststätte Rittereck und trinken Champagner. Den VW-Bus haben Sie heute Morgen bezahlt. 2.500. Darf man mal stören? Herr Steckel? Ja? Kommen Sie mal. Bitte? Was gibt's denn? Die anderen auch. Herr Koppel, Herr La Rossa, Frau Labusch. Na kommen Sie schon. Es wartet jemand auf Sie. Hier sind Sie. Guten Abend, bitte kommen Sie näher. Nehmen Sie Platz. Vielen Dank, Frau Dwinger. Frau Dwinger, danke schön. Bitte. Was soll das denn werden? Eine Vernehmung? Ja, so könnte man das nennen. Machen Sie jetzt bloß keinen Fehler. Hier, bitte schön. Ein Durchsuchungsbefehl. Wie haben Sie den denn gekriegt? Woraufhin? Es besteht der dringende Verdacht, dass Sie und Ihre Freunde Mitwisser, wenn nicht sogar Anstifter, eines Verbrechens sind. Was soll das heißen, Anstifter eines Verbrechens? Legen Sie mal den Inhalt Ihrer Taschen hier auf den Tisch. Sie zuerst, Herr Steckel. Was haben Sie in der Brusttasche? Innentasche. Ist es nicht erlaubt, Geld in der Tasche zu haben? Wie viel ist es, Harry? 900 Mark. 920, um genau zu sein. Ist es nicht erlaubt, 920 Mark in der Tasche zu haben? Herr Kollege, Sie werden mich jetzt fragen, was ist das für Geld? Woher kommt es? Ich werde es Ihnen sagen, freiwillig. Das ist der Rest meines Vermögens, das zusammengeschmolzen ist bis auf diesen schäbigen Rest. Und mit diesem Geld machen wir uns ein paar letzte schöne Tage, die wir verdient haben, die uns das Leben schuldig ist. Es ist Ihr Anteil an der Beute. Anteil an einem Toten. Beweise? Beweise, Herr Kollege. Sie machen ja doch einen Fehler. Haben Sie Beweise? So, warum haben wir denn sein Zimmer nicht durchsucht? Der alte Fuchs kennt sich doch aus. Denkst du, er versteckt das Geld unter der Matratze? Also, ich verstehe dich nicht, Stefan.
Ich hätte erstmal die ganze Bande vorgeführt und mir dann jeder Essen vorgenommen. Harry, es geht doch um ganz etwas anderes. Es geht doch um die Antwort auf die Frage, haben Sie ihn wirklich erreicht, den Endzustand? Endzustand? Ich glaube, du hast es nicht alle. Steckel hat recht, wir haben keine Beweise. Noch nicht. Er hat gesagt, er könnte den alten Steckel reinlegen. Irrtum, Herr Kollege, Irrtum. Von Verhören verstehe ich nämlich was. Immer noch. Ich kenne alle Tricks. Ja, keine Sorge, die können uns nichts anhaben. Überhaupt nichts, gar nichts. Ein paar letzte schöne Tage, die uns das Leben schuldig ist. Ein paar schöne Tage, die wir uns verdient haben. Versteht ihr? Verdient! Aber der lässt nicht locker. Ich kenne diesen Typ. Rein, rein. Guten Morgen. Ach, guten Morgen. Ist es ab? Ins Präsidium? Nein, nein, wo denken Sie hin? Ich wollte Sie einladen, ab ins Grüne. Wann bringen Sie mich zurück? Ich habe um 11 eine wichtige Verabredung. Müssen Sie natürlich einhalten, kein Problem. Wollen Sie nicht wissen, mit wem? Na, wenn Sie das Gefühl haben, dass ich es wissen soll, dann werden Sie es mir schon sagen. Sie haben sich gestern so für mein Schachspiel interessiert. Spielen Sie auch? Ja, manchmal. Lust auf eine Partie? Im Grünen? Wir beide. Sie gegen mich? Ich gegen Sie? Warum nicht? Was? Sie fangen an. Also, kein Verhörsgewand. Keine Lampe, wie der Mann angestrahlt wird. Haben Sie das früher so gemacht? Oh, wenn es aber abging, wenn man wie durch eine Wand hindurch musste. Ja, ja, die Zeiten haben sich geändert und die Methoden auch. Ich weiß nicht, wer die Sache ausgeheckt hat. Das spielt auch keine große Rolle im Moment. Wahrscheinlich Koppel, der das Büro Hellwegen genau kennt. Naja, und so wurde die Idee geboren, sich dort zu bedienen. Man brauchte nur Leute, die da einbrechen. Und die haben Sie besorgt. Unterstellung. Nee, Moment. Sie müssen nichts sagen. Ich will die Antwort gar nicht hören. Ich brauche sie nicht. Nein? Ich weiß, dass es so war. Sie sind dran. Mich interessiert Ihr innerer Zustand. Wie fühlen Sie sich? Ich versuche mich in die Lage, in Ihre Lage zu versetzen, auch in die Lage Ihrer Freunde natürlich. Können Sie das denn? Naja, ich sage ja, ich versuche es. Und ich sage Ihnen, das schaffen Sie nicht. Das ist möglicherweise eine Erfahrung, die noch bevorsteht. Dann werden Ihnen die Augen übergehen. Da bricht alles zusammen, was Sie gedacht oder woran Sie je geglaubt haben. Alles. Hören Sie mir genau zu. Alles verliert seine Bedeutung. Wird sinnlos. Und das Letzte, was Ihnen bleibt, wie Sie Ihren Kadaver über die Zeit retten. Alles gilt nichts mehr? Nichts. Ich gratuliere, Sie sind ein sehr guter Spieler. Schachspieler. Sie haben mich gewinnen lassen. Nein, nein, ich hatte gar keine Chance gegen Sie. Jetzt aber ab ins Präsidium. Nein, noch nicht. Ich habe nur versprochen, dass Sie Ihre Verabredung einhalten können. Bitte. Was Sie auch versuchen. Sie kriegen mich nicht rum. Darf ich nicht versuchen, mal rauszukriegen, wer Sie eigentlich sind? Ich weiß, wer ich bin. Wissen Sie es wirklich?
Sie? Entweder Sie sagen, was das soll, oder ich gehe jetzt. Können Sie gerne mal versuchen? Ich habe die anderen auch eingeladen. Woher wussten Sie? Mein lieber Kollege, Lehrbuch für angehende Kriminaler, Seite 1. Nun? Ah, Sie haben uns beschatten lassen, ne? Nun, nein. Wozu? Vielleicht wollen Sie noch einmal Geld abholen. Wissen Sie, wenn der Schmuck erstmal versilbert ist, da kommt noch ganz hübsch was zusammen. Was ist eigentlich los? Er ist mit uns hierher gefahren und er sagt uns nicht, warum. Hat sich irgendetwas geändert? Nichts hat sich geändert, gar nichts. Seid ihr verhört worden? Nein, man hat uns so ein Bier eingeladen. Zu Champagner ist ja nicht gereicht. Was ist denn eigentlich los hier? Setzen Sie sich bitte hin. Ich habe noch jemanden eingeladen. Guten Tag. Das ist die Frau des erschossenen Wachmanns. Wir kümmern uns ein wenig um Sie. Sie ist ein bisschen hilflos, aber dafür dürften Sie ja allergrößtes Verständnis haben. Ich dachte, vielleicht wollen Sie sie einmal kennenlernen. Das also haben Sie sich ausgedacht. Was haben Sie gesagt? Nichts. Gar nichts. Ich wusste nicht, dass Sie in Gesellschaft sind. Störe ich Sie auch? Aber nein, nein. Kommen Sie. Nehmen Sie nur Platz. Das sind alles Bewohner eines Altenheims. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir. Das ist ein ehemaliger Angestellter bei in einem Büro. Ach, den Herrn kennen Sie vielleicht noch. Das ist ein ehemaliger Schauspieler, ein ganz bekannter Bühnenstar. Und diese Dame da war ehemals Tänzerin, prima Ballerina. Sind alles Ehemalige, die ihre Tage jetzt in einem Altenheim verbringen. Also nochmal, guten Tag. Ich störe Sie auch wirklich nicht? Bleiben Sie ruhig sitzen. Ich habe draußen unseren Wagen gesehen. Kann ich den Schlüssel haben? Natürlich. Ich fahre jetzt zu meiner Verabredung. Warte nicht auf mich. Moment mal. Schon gut. Behalt sie im Auge. Keinen schönen Spruch mehr. Kein passendes Zitat. Nein, jetzt nicht mehr. Hilfe war ausgemacht, jetzt ist er. Sind Sie noch da? Was der, ja? Ivo, wir haben doch Geschäftsverbindung. Wir haben doch was zu kriegen. Sie warten im Hof. Ich will mit der Sache nichts mehr zu tun haben, ja? Da ist nichts mehr zu begleichen. Doch.
Ich bin umgefallen. Ihr seid dran. Und ich habe dir gesagt, wenn du umfällst, bist du dran. Gut, habe ich mich doch nicht gekannt.